ein sehr interessantes Video. Ein sehr interessantes Video. Und zwar, meine Damen und Herren, nächsten Freitag kommt der neue Drop von DYDS online, okay? Und ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen, okay? Wir haben diesmal keine vernünftige Promo gemacht. Ich sag's euch, wie es ist. Wir hatten keine Zeit. Ich war ein bisschen unterwegs. Ich hatte mit meinen Eis hier zu tun. Dies, das. Und wir haben eh stabile Käufer. Auf jeden Fall, ich habe ein paar YouTuber gefragt, ob die Klamotten haben wollen, ob die auspacken können. Die meinten, es ist zu kurzfristig, zu spontan. Dies, das. Alle haben auf einmal Community bekommen nach meinen Reaktionen. Alle haben hohe große Nase bekommen. Deswegen kriegen die von mir gar nichts mehr. Wir reagieren heute auf Vince, aka DYDS Model, der immer meine Klamotten angezogen hat, von Anfang an, der dabei war. Ich habe gesagt, Vince, Bruderherz, guck mal, du machst doch Bilder. Mach mal ein Video bitte fertig, dass ich im Stream reagieren kann und ein bisschen über die Klamotten reden kann. Das wäre sehr nett. Daher, Digga, egal was jetzt in diesem Video passiert, wir sind nett, okay? Wir sind nett. Es ist dein erstes Video. Egal was ihr sagt, seid artig und nett. Es ist dein erstes Video. Ich versuche jetzt den B ein bisschen auf YouTube aufzubauen. Gucken wir mal, Digga, was der Bruder zu erzählen hat, Digga. Gucken wir mal. Auf süß zu Hause gedreht, er ist zurzeit in London. Deswegen gucken wir mal. Erstmal direkt ein Like von mir. Lass mal gleich als Community auch zusammen liken, okay? Jo Leute, was geht? Mein Name ist Vincent. Das Video hat Rudi geschnitten. Raven, das hier ist heute mein erstes YouTube-Video. Für mich ist es ein bisschen wie so ein kleines Bewerbungsgespräch. Ich weiß nicht warum, frag mich nicht. Es ist aber wahrscheinlich dieses, dass ich das jetzt zum ersten Mal mache und ja. Aber seid mal ehrlich, der Bruder sieht gut aus. Seid ehrlich, ich hab ihn nicht umsonst als Model bei uns. Das ist ein gut aussehender Mann. Es ist so, Bruder, no homo. 19 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Deutschland. Genau gesagt aus Stuttgart. Rudi, an der Stelle sehr schöne Beat, den du eingebaut hast. Ja, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, deswegen kenne ich auch Azad. Wir waren zusammen auf einer Sportschule in Reitersberg. An die, die es nicht wussten, Azad ist mein Geschäftspartner, der auch Teilhaber von DYDS ist, ne? Hat unser Abschluss fertig gemacht, er ist Profifußballer in der Türkei geworden. Ich habe es leider nicht geschafft, aber ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und bin Fulltime-Model. Ich möchte auch nicht zu viel über... Bei ihm läuft doch, ne? Wenn ich mal kurz was über Vince sagen kann, bei ihm läuft doch sehr gut, Bruder. Er hat sehr viele Brands, er ist nur am Machen, hat ein schönes Ortam, also er lebt gerade ein schönes Leben, Bruder. Aber es wird Zeit, dass der Bruder sich auch mal... Man kann es leider nicht lauter stellen, es ist ein leises Video, hat es mit seinem iPhone aufgenommen, nicht böse sein. Aber der Bruder baut sich jetzt was Eigenes auf. Wisst ihr, ich meine, ich will, dass er jetzt auch einen YouTube-Kanal macht. Ich werde versuchen, ihn einen Kameramann zu klären, ja? Oder dass man da hinreißt, dass man mit ihm diese Videos dreht. Ich werde nie wieder meine Klamotten anziehen. Ich will, dass ein gut aussehender, gut gebauter Junge das trägt. Und Bro, warum nicht? Er macht schön, er wird's drauf haben, meiner Meinung nach. Gucken wir mal, gucken wir mal. Meine Wenigkeit verraten, weil... Man merkt, er ist ein bisschen nervös, Digga. Er macht zum ersten Mal, deswegen. Auf jeden Fall im darauffolgenden Video ein Q&A machen möchte. Deswegen stellt mir bitte Fragen, abonniert mich, lasst ein Like da, folgt mich auf Social Media. Ich heiße überall Vincent Raven, sei es Twitter, Snapchat. Man kann es leider nicht lauter stellen, tut mir leid, Chat. Instagram, whatever. Gib mir bitte positive sowie negative Resonanz, damit ich einfach Bescheid weiß, was ich besser machen kann, was schon gut läuft. Tipps wären auch auf jeden Fall gut, was für Content ich auf YouTube bringen kann. Natürlich werde ich Vlogs machen, weil ich denke, als... Model, weiß so viel, du bist ständig unterwegs, du bist ständig mit coolen Teams. Du hättest noch lauter machen sollen, Rudi. Mit neuen Klären. An der Stelle Lohnkürzung für Rudi. Du kannst Leute inspirieren, das ist auch mein Hauptgrund, warum ich das hier mache. Einfach um Leute zu inspirieren, die vorhaben, das gleiche wie ich zu machen. Ich denke, das ist auf jeden Fall nett. Rudi, diskutiere nicht mit mir, dass das die maximale Lautstärke ist. Du kannst die Datei abspeichern und kannst es noch einmal lauter stellen, okay? Mathematisches 1x1, was Karten angeht. F an Rudi für die Lohnkürzung. Sache mit YouTube zu starten. Ich wollte eigentlich schon viel früher mit YouTube starten, aber ich habe mich nie so ganz getraut, weißt du, ich meine, ich war mal so, ah, nein und so. Wie kommt es in die Kamera reinzureden? Aber wenn man ehrlich ist, ist es nicht so schlimm und man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also ich model schon seit Tag 1 für DYDS sozusagen und ich finde es auf jeden Fall bockstark. Also den ihre Kollektionen, finde ich, entwickeln sich immer. Das Danke, ist Bro. Bisher die beste Kollektion. Wir fangen auch einfach mal an mit meinem Lieblings-, also mit meinem Favorite Tracksuit. Seid ehrlich, Digga! Der Junge ist der Shit! Er ist der Shit, Bruder! Er ist der Shit! Den steht alles, Bruder! Seid mal ehrlich! Guck mal, wie es bei ihm aussieht! Und guck mal, wie es bei mir aussieht, Bro! Guck mal, ist er aus wie so da stehen gelassen und nicht abgeholt worden und er, als ob er nichts anderes machen würde. Er macht ja auch nichts anderes, sein Job, Digga. Er kommt einfach rein, macht den Model den Shit, Digga. Hanne, stellt euch mal vor, ich mach das. Wie cringe wäre das, Bro? Wisst ihr, ich meine? Aber an der Stelle, Chat, was sagt ihr? Wie findet ihr den blauen Anzug? Sieht der gut aus? Real Talk, Chat? Also dieser Bildungszug kostet 99,90, genauso wie die anderen auch. Okay, die Preise wurden geleakt. Der ganze Anzug kostet einen Huni. 99 Euro. Ich liebe diese himmelblaue Farbe. Boah, Bruder! Hat das Drip oder nicht? Braun gebrannter OG, Bruder, mit einem babyblauen Anzug, Bro. Er sieht aus wie Drake Amunacreme und ich bin Puff Daddy, Kappi. Sieht krank aus, Bruder. Sieht krank aus. An der Stelle folgt die YDS, wir posten morgen die Bilder. Würde mich freuen, Digi. Er ist super bequem, du denkst, du würdest mit einem Peter. Boah, Budi, was ist das für ein geiler Anzug? Was ist das für ein geiler Anzug, Bruder? Da mal rauslaufen, egal ob im
im Sommer oder Winter, du kannst den immer rocken. Safe, Bruder, ich trage den ja auch schon seit Monaten, wisst ihr, ne? Unnormal. Und das sind auch Klamotten, die ich in meiner Freizeit tragen würde. Ehre Mann, Digga. Das ist auch unnormal fresh. Ich bin hier in London alleine, so quasi. Klar sind hier ein paar Deutsche, aber mehr oder weniger sind hier Leute aus UK. Guck mal, Vince hat eine sehr angenehme Stimme. Das fällt mir gerade auf. Ich habe nicht so oft mit Vince FaceTime... Vince, alles klar, Digi. Ich habe nicht so oft mit Vince FaceTime gemacht oder nicht so oft telefonisch geredet, weil es ist ein Freund von Azad, okay? Ich mag ihn, er ist sehr sympathisch. Ich glaube, wenn wir ihm so ein Mikrofon klären oder auch eine bessere Kamera, kann das was werden, Bruder. Er ist sympathisch und noch einmal, es ist sein erstes Video, Bro. Ihr müsst ehrlich sein. Hanne, es ist jetzt nicht jemand, von dem ich profitiere. Wisst ihr, wie ich meine? Ich muss hier niemanden schlecht oder gut reden. Wisst ihr, wie ich meine? Ich sage das so, wie es ist. Ich würde ihn sonst kurieren und sagen, ja, das war nicht so gut. Der Junge sieht gut aus, er kann gut reden und ich glaube, mit einem besseren Mikrofon wird es sehr angenehm sein, in Zukunft diese Videos zu sehen. Schau mal. Okay. Und die fragen mich halt, oh, woher sind deine Klamotten? Geil. Fresh, guck mal, wisst ihr auch, wer Dings geklärt hat? Habt ihr auf Instagram diese Reels gesehen? Von einer hatte den weißen Hoodie an. Es gab so ein... Ich weiß nicht. Dann gab es einen afrikanischen Bruder mit dem Gameboy-T-Shirt. Bro, die haben beide 200.000 Likes einfach so mit den Reels bekommen. Und das sind seine Freunde. Das hat er einfach so für mich gemacht. Dafür wurden die nicht bezahlt oder so. Sehr korrekt, Bruder. Walla. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, man kann DYDS leider nicht in UK kaufen. Also nur in Deutschland wird angeboten. Aber es ist auf jeden Fall ein Beweis, dass DYDS stark ist, weil Leute mich immer fragen, geil, was du deine Klamotten, die sind. Bruder, in Deutschland wird ja viel gehatet so, weil viele Missgönner am Start sind, Bruder. Viele machen Klamotten, viele reden sich immer gegenseitig schlecht aus Prinzip, weil ich bin ja kein Modedesigner oder so ein Scheiß, Bruder. Aber schön, wenn man von ihm hört, dass Freunde von ihm dort fragen, ey, woher hast du das? Das muss ja was bedeuten, Bruder. Wisst ihr, ich meine, die Anzüge sind Sex. Da kann jemand, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, Bro. Was wollt ihr denn hier jetzt auch noch sagen? Ja, geklaut von dem, geklaut von dem. Digga, das sind Samtanzüge mit unserem Logo. Was willst du jetzt? Was willst du hier noch sagen, Bruder? Das kann ich auch was haben. Dann gebe ich den halt auch natürlich. Geil. Wenn ich die doppelt habe. Das ist der schwarze Tracksuit. Ich finde den auch unnormal stark. Er ist einfach Standard. Chat an der Stelle, welche Farbe findet ihr am schönsten? Real Talk? Licht. Oh, sieht auch gut aus, Digga. Das ist geil, Bro. Angenehm, breit geschnitten, geil geschnitten. Die sind geil. Die Hose seht ihr leider nicht. Die ist drinne. Ne, braucht keinen Abschwung machen. Jetzt mal den Hut zum Beispiel aufmachen. Dann seht ihr, hier ist auch dieses kleine Styling drauf. Oder dieses kleine Emblem von DYDS. Stick, Brudi. Könnt ihr auch sehen, auf jeden Fall. Ich trage meine Sachen generell immer ein bisschen baggy. Ich finde es auf jeden Fall fresh. Und ja, hier ist auch so ein Reißverschluss. Ja, genau. Dass ihr das sehen könnt. Könnt ihr aufmachen. Bei mir ist immer zu. Aber könnt ihr auch aufmachen. Bin mir nicht sicher. Air Force müssen auch auf jeden Fall immer sein mit einem freshen Velo-Anzug. Ich weiß nicht, ob ich den Preis schon genannt habe, aber ich nenne es nochmal. Also die Tracksuits kosten 99,90. Die kommen am 7.5. raus. Und es kommen zudem auch noch zwei weitere Oberteile und ein Hoodie raus. Den habt ihr gesehen, hatte ich ja letztens im Stream an. Soll ich den anziehen ganz schnell noch einmal für das Video? Wollt ihr das denn anziehen ganz schnell? Aber ganz schnell! Okay, ich zieh mich kurz um. Eine Sekunde. Oh nein, ihr könnt mich sehen, Digga. Warte. Ups. Ich hab mich aus Versehen ausgezogen. Ups. Danke für deinen Sub. Oh, mein Stift ist runtergefallen. Oh, ich bin im Pool drin. Und hab 20.000 Zuschauer. Während irgendwelche Streamer seit 8 Jahren YouTube machen. Ach, bäh. Aber ist ja egal. Es läuft doch. Das ist der Hoodie. Den kennt ihr ja schon. Bei mir sitzt der so. Guck mal, wie es bei mir aussieht, Bruder. Allahunne. Guck mal bitte. Guck mal, wie es bei ihm aussieht. Guck mal, wie es bei mir aussieht. Ist so aus wie ein Bastard. Aber die sind der Shit, Bruder. Du musst abnehmen. Dankeschön. Danke für den Tipp. Wusste ich gar nicht. Habt ihr mich Digga? Hört auf, mich zu triggern! Es geht weiter! Allerdings im Stil von der letzten Kollektion, also für die Leute, die DYDS folgen, die wissen, was ich meine. Seid auf jeden Fall schnell, weil wie ihr wisst, ist DYDS immer sehr schnell ausverkauft. So, hier muss ich eine Sache sagen, das habe ich auch im letzten Stream gesagt gehabt. Bruder, guck mal, wir haben eine Kaufkraft, okay? Diese Kollektion kommt raus, ohne richtige Promo, weil wir mehr produziert haben. Wir wollen sehen, wie es ankommt, wenn wir mehr produzieren. Ob die auch schneller auch weggehen würden, weil es gut ankommt. Oder aber, keine Ahnung, unsere Kaufkraft es kauft und der Rest drin bleibt. Bruder, ja, ich hab zugenommen, Bro. Wollt ihr mich gerade triggern? Wollt ihr mich gerade triggern, Bruder? Wollen wir uns noch weiter lustig darüber machen, dass ich zugenommen habe? Sollen wir uns kurz auslachen? Soll ich danach weiterreden? Nein, ihr braucht nicht sperren. Warte noch ein bisschen. Lass sie doch drinne. Wir können gerne über mein Gewicht reden, 8 Stunden. Wenn ihr das möchtet, wenn euch das glücklich macht. Ne, ich trage M, Bruder, kein XXL. Die Anzüge trage ich M und Hoodie auch M, Bruder. Also, wir machen weiter. Wir haben eine Kaufkraft und wir denken, okay, wenn die das kaufen, es ist eventuell ausverkauft, okay? Aber wir haben extra mehr produziert für den Fall der Fälle, dass Leute, die an dem Tag nicht rankommen, immer wieder kaufen können. Der Shop wird offen bleiben. Wir werden sehen. Ich will nicht lügen und sagen, dass wir auf Bestellung arbeiten. Wir haben produziert, wir haben eine Stückzahl gemacht. Von unserer letzten Produktion, die wir in 28 Minuten ausverkauft haben, haben wir das Doppelte produziert. Ich gehe davon aus, dass wir nicht schnell ausverkaufen werden. Man weiß natürlich nicht. Man weiß es nie. Aber diese Kollektion wurde nicht hergestellt, damit wir in
in 15 Minuten sagen können, ja, wir haben ausverkauft, Bruder. Der Shop ist offen, wir werden sehen, ob es gut ankommt oder nicht. Der Shop bleibt online, weil jemand, der das kauft, er wird es feiern, er wird seinem Freund auch sagen. Glaubt es mir, okay? Und ab Sommer kommen wieder der noch limitiertere Shit. Da kommen T-Shirts, Sommerkollektionen, Bruder, wird eh ausverkauft, weiß ich eh. Aber hier, wir haben Anzüge, nicht jeder feiert Anzüge, ich feiere die Anzüge. Der Hoodie ist wie vom letzten, von der letzten Kollektion, wo der Gameboy war, vom Stoff und vom Fit. Von der Qualität, der Preis bleibt gleich. Damit ihr Bescheid wisst, Digga, ihr braucht nicht an dem Tag campen und schwitzen. Ich denke, jeder, der kauft, also jeder, der schon mal gekauft hat, er wird was kriegen, Bruder. Weil wir haben das Doppelte produziert. Deswegen chillt eure Nuggets, ihr braucht nicht campen. Am 7. um 18 Uhr releasen wir und dann gucken wir. Dann gucken wir, Digga. Wir machen weiter. Ich finde den Kragen auch mega bequem, er sieht mega fresh aus. Das ist einer, guck mal, hier sieht man auch rechts. Das ist mein Lieblingsanzug, Bruder. Zu dem kriege ich auch den meisten Zuspruch. Also immer, wenn ich jetzt zum Beispiel die Reaktion hochlade, alle fragen mich, also viele fragen mich immer in den DMs, woher hast du diesen Anzug? Also alle, die ich sehe, kriege ich den. Danach kommt der Babyblaue und schwarz passt ja zu allen. So, wisst ihr, wie ich meine? Du kannst diese Jacke hier auch einfach offen tragen. Du kannst diesen Kragen hier zukrempeln, wenn man das so sagt. Ich finde die Tracks so sein. Moment, ich muss hier kurz unterbrechen, weil hier eine wichtige Frage kam. Ich weiß, ich möchte jetzt nicht reingrätschen, aber hab mal eine Frage bezüglich der Ice Road Rolex. Ist das normal, dass die Uhr stehen bleibt, wenn man die paar Tage nicht trägt? Und frage nur, weil du dich mit dieser Materie auseinandergesetzt hast. Don Carlos, auf jeden Fall sehr wichtiger Beitrag zu einem Reaktionvideo von mir, zu den Klamotten. Ich kann dir die Frage gerne beantworten. Google ist dein Freund, Bruder. Okay? Ja, Uhren bleiben stehen. Nach paar Tagen laufen sie wieder. Ich hoffe, jetzt kannst du dir die Ice Road Rolex kaufen. An der Stelle mache ich einen Rap-Flick in diesen Link rein. Marc Gebauer Seite, 19.000 Euro, Kauf. Einfach wirklich stark, so weißt du, ich meine, das ist kein Bluff, so. Ich finde die einfach wirklich stark. Baba. Rock die, glaube ich, seit ich jetzt habe, jeden Tag irgendwie. Hier habe ich auch einen Reißverschluss, falls man da sehen kann. genauso wie hier. Die Rückseite von dem Track, so, das ist relativ schön. Ja, Bruder, es ist so eine, also, es ist nur der Name. Wisst ihr, ich meine, es ist nur der Name, so. Die Tracks werden auch angeboten diesmal. Für einen längeren Zeitraum, also die werden... Okay, hat er doch erwähnt, gut, hat er erwähnt. Ich dachte, er hat sich erwähnt, deswegen habe ich es gesagt. ...nicht so schnell ausverkauft sein, weil die in mehreren Mengen angeboten werden, so ja. Dass DYDS, also damit John Broke und Other, damit die auch mal wissen, wie es ist, wenn mehrere Leute Zugang auf die Klamotten haben. Das finde ich auch... Ich bin echt gespannt, Digga, wie es sein wird. Es kann sein, dass ein Anzug am ersten Tag weg ist, es kann sein, dass nichts weg ist, es kann sein, dass alles weg ist, es kann sein, dass zwei Anzüge wechseln oder der Hoodie wechseln und was übrig bleibt. Die werden sehen, Digga, wie es von Tag zu Tag aussieht. Wisst ihr, ich meine? Ich bin echt gespannt, Bro. Walla. War mega fresh, weil es ist natürlich schade, wenn du was haben möchtest, aber die Leute schon alles weggekauft haben. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir dann immer so vorkommst, oh, schon wieder nichts bekommen. So, man kennt es doch, wenn man sich frische Schuhe kaufen möchte und ja, dann beim Ruffle oder sowas einfach nicht gewinnt. Deswegen finde ich es auf jeden Fall fresh, dass DYDS das startet. Geil. Und ja, dann hat auf jeden Fall, denke ich, jeder Chance, diese Tracksuits oder diese Velour-Suits zu bekommen. Ich bin 1,80 Meter groß, 1,81 Meter, wie auch immer. Ich bin 1,70 und trage M. Hose und Jacke trage ich M. Er ist 1,80. Ja, trag mein Tracksuit in einer L. Er trägt L, okay? Ich denke, unter 1,80 kann man auf jeden Fall ein M tragen, je nachdem, ob man schlank, schmal, was auch immer ist. Ob man ein bisschen breiter gebaut ist, genau. Über 1,86 würde ich auf jeden Fall L bis XL empfehlen. Und ja, die Größentabelle verstehe ich bitte nicht falsch. Da habe ich noch nicht wirklich Ahnung. Deswegen schaut da bitte am besten nochmal rein. Ja, auf der Insta-Seite werden wir die Größentabelle posten. An die, die es interessiert. Die auf der Seite posten oder eben auf Social Media unter DYDS. Ich denke aber, John Brook wird dazu sicherlich noch promoten. Safe. Also das ist einfach mein erstes YouTube-Video. Und das ist so, das war alles sehr spontan. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber... Ich war gestern auf jeden Fall am FIFA-Zocken und dann hat mich Azad angerufen und hat so gemeint, ja, wie ist so, du wolltest doch mal anfangen mit YouTube, warum machst du das nicht, wir brauchen ein Video, das und das und das. Dann dachte ich mir so, ja, warum nicht, du wolltest eh schon lange anfangen, mach's einfach. Dann hat mich auch daraufhin dann John Brook angerufen, er hat mir genau gesagt, das und das und das ist zu tun. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht, das ist so ein Geben und Nehmen. Und gleichzeitig hat er mich jetzt inspiriert, mit YouTube anzufangen. Geil, Digga. Das ist eine gute Sache, vielleicht inspiriere ich jemanden, etwas Gutes zu tun oder an seinen Traum zu glauben oder was weiß ich. Hinterlasst mir auf jeden Fall ein Like, Follow oder was auch immer da. Ich freue mich auf jede Resonanz, egal ob negativ oder gut. Gebt mir Tipps bitte, schreibt mir auf Social Media, was ihr sehen wollt. Geil, Digga, Walla, ist ein sehr schönes Gefühl, dass jemand sowas sagt, Bro. Es hat mich sehr glücklich gemacht, auch sowas zu hören. Weißt du, ich meine? Das ist sein erstes Video und man weiß nie, was aus ihm werden könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Er modelt schon, er macht sein gutes Ding auf Insta, er verdient gutes Geld, Bro. Aber warum nicht, Bruder? Warum nicht? Sympathisch, hat eine sehr schöne Stimme, angenehm, bessere Qualität noch, Bro, und dann kann das was werden. Seid ehrlich, Bruder. Seid ehrlich. Wir geben diesen ganzen Tag jetzt einen Daumen hoch. Ich mache noch kurz eine Ansage. Die Klamotten kommen am 1.7. um 18 Uhr online. Wir haben doppelt so viel produziert.
ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ihr braucht nicht zu schwitzen. Jeder, der den Anzug haben, ich glaube, die werden es kriegen, weil wir sehen ja auch die Statistiken, wie etwas ankommt, wie viel wir verkaufen, welche Anzahl davon am meisten weggeht, dies, das. Wisst ihr, was ich meine? Macht euch keine Sorgen und guckt, ihr braucht auch nicht so krass zu gucken, ey, ist das weg, ist das nicht weg. Es bleibt online. Wer kriegt, der kriegt, wer nicht, der nicht. Ganz einfach, Bruder. Bin echt gespannt, ich bin auch aufgeregt. Dankeschön, Vince, für dieses Video. Mich würde es jetzt freuen, Digga, okay? Wenn ihr einmal auf seinen Kanal geht, ich habe das ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, tut ihm den Gefallen, schreibt in seine Kommentare, kritisiert ihn, redet mit ihm, was ihn freuen würde. Es würde mich auch sehr freuen. Gucken wir mal, was nach dem Stream passiert ist, weil wir haben dieses Video online gestellt, als ich auf das Video angefangen habe zu reagieren. Ist noch ein Chat drin, wir gucken mal kurz, zack. Jo, Leute, was? Hat schon 300 Likes, hat schon 200 Likes mehr. 400 Klicks, Digga, für einen Newcomer, für ein neues, frisches Video, ist das sehr schön. Okay, 145 Kommentare. Ich bin echt gespannt, was die Leute schreiben werden. Alle kommen aus dem Stream. Aber gebt dem Bruder auch Kritik. Folgt ihm auch auf Instagram, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, checkt heute, oder weiß ich nicht, wann das Video online kommt, auch die Instagram-Seite von DYDS ab. Wir haben die größten Tabellen zu den Klamotten gepostet. Die Preise sind alle notiert. Und ja, verzeiht, dass wir für diese Sache keine Promo gemacht haben. Wir haben doppelt so viel produziert. Ich habe alles erzählt, Digga. Und dann würde ich sagen, wir sind mit diesem Video am Ende. Dankeschön, Vince, für das Video. 1.7. habe ich, Entschuldigung, 7.1. Ne, 1.7.? Bin ich behindert? Januar, Februar, März, April, Mai. 7.5. 7.5. Oh nein! Schneid das raus, bevor ich deinen Lohn kürze! Nee. Am 7.5. ist es soweit, 18 Uhr kommen die Klamotten raus. Ich hab's erst 7. Ich hab jetzt mal eine Frage, Chat. Ich hab mal eine Frage, okay? Das können wir auch reinschneiden. Was würdet ihr besser finden? Dass ich YouTuber, ja, anfragen muss wie ein Hund, dass sie meine Klamotten nehmen, dass sie auf mich, dass sie das Ding auspacken und bewerten, ich darauf reagiere, die meine Abos kriegen und danach nie wieder auspacken, weil sie eine große Nase auf einmal bekommen haben, oder dass ich einfach Vince aufbaue und ihnen immer die Klamotten auspacken lasse. Was denkt ihr? Könnt ihr auch gerne in meine YouTube-Kommentare schreiben, das würde mich sehr freuen, okay? Schneidet es bitte auch noch rein in das Video und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Alle schreiben Vince, Dankeschön, Chat, Digga, dass sie ihn angenommen habt, weil das hat mich sehr glücklich gemacht, dass ihr ihn angenommen habt. Das freut mich sehr, Digga. Ihr macht das auch, weil ihr auch hinter mir stehen wollt, mich unterstützen wollt. Aber dann habe ich eure ehrliche Meinung, Digga. Warum sollen wir irgendeinen blasen, wenn wir unser Team weiter aufbauen können? Wisst ihr, wie ich meine? Scheiß drauf, Bruder. Walla, scheiß drauf. Wir nehmen Vince, sympathisch, bessere Kamera, besserer Ton und dann läuft der Hase. Rudi hat das Video auch sehr gut geschnitten, okay? Das Beste rausgeholt, vielleicht hätte man es noch ein bisschen lauter machen können. Aber ansonsten hat er seinen Job getan. Er hat die Klamotten gezeigt, er hat sie beschrieben, er hat sie angehabt, er hat sie gezeigt. Was soll er noch machen? Wisst ihr, wie ich meine?